So, hier haben wir den Stand von der Asgard aus Aschaffenburg. Wer ist denn von euch in der Lage und bereit, mir ein bisschen was zu erklären, was das hier für eine geile Scheiße ist? Ja, das ist unsere erste Platte für Cons, wie zum Beispiel hier die Taktiker. Da sind wir auch sehr froh, dass wir mitmachen dürfen mit unserer Platte. Und der harte Kern unseres Vereins, ungefähr 8-9 Leute, haben also das seit August gebaut. Also das Spielsystem heißt Daishu. Der Panda hat quasi dieses Dorf hier unterjocht und die mit seinen magischen Fähigkeiten unterworfen. So Zeug macht er. Ja, genau. Und dann gibt es noch unsere Helden, die sieht man dann hier drüben. Die wollen das Dorf befreien. Und dann kämpfen sie dadurch gegen die Dorfbewohner, weil die sind ja noch unter dem Einfluss des Pandas. Sie kämpfen sich dann so weit hoch, bis zu diesen sagenumwobenen Kampfhunden des Pandas. Kampfhunde, die hier. Genau. Und um halt hochzukommen zum Panda. Hier geht's im Berg hoch und da oben kommt es wieder raus aus einer wunderschönen Klappe. So eine Geheimtür. Eine Geheimtür, genau. Okay. Mit Aufzug. Und das Spielsystem, den Namen habe ich jetzt hier noch gar nicht gehört. Der Name doch, Daishu. Ja. Steht hier auf dem... Ist das was Neues? Nein, das gibt's schon länger. Ist ein System aus dem asiatischen Raum oder mit Thema Asien. Okay. Wie lange hat das gedauert, die Platte zu bauen? Also ich finde, die sieht endgeil aus. Wie viele Jahre hockt man da dran? Na gut, seit August. Na, das Jahr sage ich jetzt nicht. Nee, letztes Jahr. Effektive Arbeitsstunden waren es ca. 300. Wahnsinn. Ja. Die Zeit, was wir ungefähr gebraucht haben, zusammen mit Zusammensetzen, noch bereden und nicht alle waren wirklich dann manchmal produktiv. Kann man sagen, so 500 bis 600 Stunden waren wir dann im Endeffekt zusammengesessen, um das Ganze zu planen und durchzuführen. Wow. Und das Szenario, wer hat das entwickelt? Ist das ein vorgefertigtes? Kommt das von euch? Das ist vorgefertigt. Gib mir gerade mal das Buch. Ja, zeig das mal gerade ein bisschen in die Kamera. Das habt ihr also umgesetzt, habt das genommen, wie es hier im Buch beschrieben ist und habt praktisch eine Spielplatte für dieses Szenario entwickelt. Dieses Szenario für eine Demo-Platte quasi. Wunderbar. Thorsten, ich danke dir schon mal. Grüße an die Asgards in Aschaffenburg und wir ziehen mal ein bisschen weiter. Natürlich.